Kapitel 3. Latios. Als ich erwachte, befand ich mich inmitten einer Höhle. Nur ein fahler Lichtschein drang in den Raum. Ich erkannte nicht viel, aber ich merkte, dass ich alleine war. Weder Necrosma, Hydropi, Bisasam noch Floink waren hier. Ich wusste nicht einmal, wie ich selbst überlebt hatte, doch ich hatte die Hoffnung, dass sie auch noch lebten. Zunächst war es jedoch erst einmal das Wichtigste, einen Weg aus dieser Höhle herauszufinden. Wenn ich draußen war, könnte ich nach Schatzstadt fliegen und nachsehen, ob ich Lebenszeichen von ihnen finden würde. Es sah nicht so aus, als wäre die Höhle, in der ich mich befand, sehr groß. Es gab nur einen Weg, der aus dem Raum führte, in dem ich mich derzeit befand. Da ich keine andere Möglichkeit sah, folgte ich ihm. Ich lief eine halbe Ewigkeit durch das Dunkle und Ungewisse. Ich wusste nicht, wie weit ich bisher überhaupt gelaufen war und ein Ende war nicht in Sicht. Ich machte mir Sorgen, in ein dunkles Labyrinth geraten zu sein, aus dem ich nicht mehr herausfinden würde. Doch da ich nie gegen eine Wand schwebte oder sonstiges, behielt ich meinen Kurs bei. Nach langer Zeit hatte ich das Gefühl, es würde sich endlich etwas tun. Um mich herum wurde es heller und heller und blendete mich schon beinahe. Als ich mich an die Helligkeit gewöhnt hatte, sah ich einen besonderen Ort vor mir. Ein Ort, den ich seit Ewigkeiten zu vergessen versuche, doch von dem ich weiß, dass ich ihn nie vergessen werde. Ich machte mir Sorgen, mich hätte meine Kraft verlassen und ich halluziniere nun. Vor mir spielte sich etwas ab. Dieser Ort, den ich sah, war ein sogenanntes mysteriöses Nest. Nur die wenigsten Pokémon haben je eines gesehen. Mysteriöse Nester sind die Orte, an denen legendäre Pokémon aus ihren Eiern schlüpfen. Da legendäre Pokémon keine Eltern haben, wird alle 100 Jahre eines aus der rätselhaften Kraft der Nester geboren. Das Nest, das ich hier sah, zeigte die letzte Geburt eines legendären Pokémon. Sie war gerade mal 37 Jahre her und war etwas noch nie dagewesenes. Damals wurden zwei legendäre Pokémon auf einmal geboren. Sie waren die ersten und einzigen beiden Geschwister unter den legendären Pokémon, ich und mein Bruder Latios. Ich sah nach und nach verschiedenste Momente, die ich mit ihm erlebt hatte. Wir waren anders als die meisten anderen Geschwister. Wir verstanden uns perfekt und stritten eigentlich nie. Als wir alt genug dafür waren, gründeten wir sogar ein Retterteam. Zu diesem Zeitpunkt wurden wir in unserer Region wirklich so etwas wie Berühmtheiten. Diese Region liegt nördlich des Sumpflandes. Ich floh von dort, aber bevor ich dazu komme, erzähle ich lieber noch etwas mehr. Wir waren als legendäre Pokémon bereits von Geburt auf starke Kämpfer. Somit war es nur eine Frage der Zeit, bis wir als Retterteam erfolgreich werden würden. Wir halfen Hunderten von Pokémon. Egal wie schwer eine Mission war, wir konnten sie bewältigen. Es schlossen sich mehr und mehr Pokémon unserem Team an. Es war die beste Zeit meines Lebens. Es war alles so perfekt. So wie ich es wollte. Nicht ein einziger Auftrag, den wir annahmen, blieb unerfüllt. Wir kletterten Sprosse für Sprosse auf der Ruhmesleiter nach oben. Schon bald wollten sogar Pokémon aus fremden Regionen in unserem Team mitmachen. Wir hatten immer für jeden etwas zu tun, da unsere steigende Bekanntheit uns natürlich auch mehr und mehr Aufträge einbrachte. Wir entschieden uns, Unterkünfte für diejenigen zu bauen, die aus anderen Ländern kamen. Wir hatten es inzwischen so weit geschafft, dass der OVR, der offizielle Verband aller Retterteams, uns angeboten hatte, unser riesiges Team zu einer gesamten Gilde aufzustufen. Es war nur noch ein paar Wochen nötig, um alle Formalitäten beiseite zu räumen. Wir beide waren so aufgeregt und freuten uns die ganze Zeit so sehr. Zu einer Gilde aufgestuft werden, hieß in sämtliche Geschichtsbücher einzugehen. Diese Meisterleistung hatten erst zwei Pokémon jemals vollbracht. Gildenmeister Knuddeluff, Günthers und Dort Eckes ehemaliger Gildenmeister, und der legendäre Erkunder Lucario. Doch wir hatten nicht nur Anhänger. Es gab auch einige Pokémon, die neidisch auf unseren Erfolg waren. Sie fühlten sich benachteiligt und sagten, wir würden als legendäre Pokémon einen viel zu großen Vorteil haben und das wäre unlauterer Wettkampf.
Wir machten uns nichts aus ihnen. Unser Team florierte weiter und weiter. Es war noch eine Weile, bis wir offiziell zu einer Gilde werden würden, als es geschah. Ein Spion unserer Feinde hatte es scheinbar geschafft, in unser Team zu kommen. 2 Nächte vor unserem großen Tag, inmitten der Nacht, fingen die Unterkünfte für die Pokémon aus den anderen Regionen Feuer. Jemand hatte es zwar sofort bemerkt und Alarm geschlagen, doch alles dauerte viel zu lange. Wir schafften es, die Unterkünfte zu löschen, bevor die Häuser der Stadt Feuer fingen. Doch wir waren nicht so schnell gewesen, wie nötig gewesen wäre. Insgesamt 7 Pokémon hatten das Feuer nicht überlebt. Ich und Latios machten uns große Vorwürfe, nicht schnell genug gewesen zu sein. Der OVR zog sein Angebot zurück. In den nächsten Tagen und Wochen traten mehr und mehr Pokémon aus unserem Team aus. Wir hatten noch einige Mitglieder, die uns treu zur Seite standen, doch die Gerüchteküche brodelte. Nach kurzer Zeit wurde uns vorgeworfen, absichtlich so langsam gewesen zu sein und das Feuer selber gelegt zu haben. Es gab Verschwörungstheorien, die besagten, all dies wäre von Anfang an unser Plan gewesen, da wir uns als legendäre Pokémon angeblich fühlten, als stünden wir über den anderen Pokémon und wollten dafür sorgen, dass sie uns fürchteten. Latios versuchte irgendwie alles wieder einzurenken und den Pokémon klarzumachen, was los war, aber ich hatte keinen Antrieb mehr. Wir waren so kurz davor gewesen, in die Geschichtsbücher einzugehen. Und nur so kurz darauf waren wir wohl die verhasstesten Pokémon der gesamten Region. Alleine schaffte Latios es auch nicht, noch etwas auf die Beine zu stellen, und so musste er schließlich aufgeben. Unser Retterteam wurde aufgelöst. Nach dieser tollen Zeit meines Lebens folgte nun eine der schlimmsten. Wir wohnten zu zweit in einer kleinen Höhle an der Spitze eines Berges. Ich traute mich kaum mehr in die Außenwelt und jedes Mal, wenn ich es doch tat, bekam ich die Meinung der Pokémon deutlich zu spüren. Da es keine Beweise gab und geben konnte, dass das Feuer geplant war, da es schließlich nicht so war, verhielten sie sich mir persönlich gegenüber ruhig. Doch ich konnte jedes Mal ihre scharfen Blicke in meinem Nacken spüren und ihr Getuschel hören, sobald sie dachten, ich war außer Hörweite. In dieser Phase stritten Latios und ich uns sehr oft. Wir hatten uns all die Jahre zuvor nie gestritten, doch nun begannen wir langsam uns zu hassen. Latios behauptete, es wäre meine Schuld, dass wir unseren Traum aufgeben mussten, und ich gab ihm die Schuld. Eigentlich wussten wir beide, dass keiner von uns der Schuldige war, doch wir suchten einfach jemanden, an dem wir unsere Frust auslassen konnten. Es wurde schlimmer, Tag für Tag, Woche für Woche. Es ging etwa 2 Monate so weiter, bis es schließlich zu weit ging. An jedem Tag stritten wir uns erneut, was ja nichts Ungewöhnliches war. Dieses Mal war ich aber einfach entnervt und wollte mich nicht einmal wirklich streiten. Ich wollte meine Ruhe. Ich schubste Latios beiseite in Richtung des Höhleneingangs. Aber das Schicksal hat es schlecht mit uns gemeint, denn er stieß mit seinem Kopf gegen die Decke und verlor das Bewusstsein. Er stürzte in die Tiefen des Tales hinab, vom Berg herunter. Ich war einfach wie in eine Schockstarre versetzt. In meinem Kopf kreisten die Gedanken umher wie in einem Karussell. Ich schaffte es nicht klar zu denken und ich versuchte nicht, ihn zu retten. Ich floh einfach ohne jegliche Rücksicht und ohne je wieder in dieses Land zurückzukehren. So floh ich ins Sumpfland. Ich verbrachte dort etwa 4 Jahre als die vorletzte Wächterin der Höhle der Regenbogenkristalle. Ich hielt mich dort möglichst fern von allen anderen Pokémon, doch sie bemerkten mich. Sie schien aber nicht zu wissen, was in ihrem Nachbarland geschehen war. Ich versuchte jedoch, mich auf dem neuesten Stand zu halten, bis eines Tages, beinahe einen Monat nach meiner Flucht, die Nachricht die Runde machte, von der ich bereits gehofft hatte, sie würde nie die Runde machen, und es wäre doch alles glimpflich ausgegangen. Überall in meiner alten Heimat wurde davon geredet, dass Latios tot aufgefunden wurde. Niemand wusste, was mit mir geschehen war, aber allen war ein Zusammenhang zwischen meinem Verschwinden und seinem Tod klar. Ich war eine Mörderin. Ich hatte meinen eigenen Bruder umgebracht und war einfach feige geflohen. Außerdem war es für die Pokémon nun bestätigt, dass das Feuer auch mein Werk gewesen sei. Ich konnte selber nicht fassen, wie dumm ich gewesen war. Vielleicht würde Latios noch leben und keiner in der Region hätte mich als eiskalte Mörderin im Gedächtnis behalten,
wenn ich noch versucht hätte, ihm zu helfen, als schließlich auch im Sumpfland die ersten Geschichten von den zwei legendären Geschwistern erzählt wurden, kam der Tag, an dem ich an den Ort floh, an dem ich heute bin. An den Ort, an dem ich Nick Crossmer kennenlernte. Der Ort, an dem ich mir ein neues Leben aufbaute. Ich öffnete meine Augen und stand wieder in der Höhle. Eine Träne kullerte meiner Wange runter. Ich wollte es einfach noch einmal versuchen können. Ich wollte die Zeit zurückdrehen, alles zurücknehmen, das ich Latios damals an den Kopf geworfen hatte. Ich fokussierte mich wieder auf das Hier und Jetzt. Selbst wenn Latios jetzt nicht mehr hier war, wenn wir es schaffen würden, die dunkle Macht zu vernichten, würde er sehen, dass ich mich gebessert hatte. Wo auch immer er jetzt gerade sein möge. So schritt ich also voran. Das Zwitschern der Starrer-Lilly bereits im Ohr. Ich war gleich draußen, ich wusste es. Ich sah nur noch einen Raum der Höhle vor mir. In diesem Raum befand sich ein Ausgang. Ich wollte bereits den Wald betreten, als der augenscheinlich der Seelenwald war, als ich jemand meinen Namen rufen hörte. Latias, stopp! Ich drehte mich um und sah den Ursprung der Stimme. Mir gefror fast das Blut in den Adern. Ich fühlte alle Gefühle, die ich kannte, auf einmal. Hinter mir schwebte Latios. Ich flog sofort zu ihm. Latios, du lebst. Was ist passiert? Wo warst du all die Jahre? Ich hoffte, er würde mir antworten, doch plötzlich schossen Speere aus reiner Psyche vor mir aus dem Boden. Ein wahrer Freund hat mich gerettet. Jemand, der mich nicht verrät wie meine eigene Schwester. Ich werde diese Welt zu einer besseren machen. Zu einer Welt ohne Pokémon wie dich, im Namen der dunklen Macht.